Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu einem heute kleinen Tutorial. Und zwar wurde sich von mehreren Leuten sogar gewünscht, einmal ganz kurz so auf den OMSI Editor einzugehen, weil es gibt viele Leute, die wollen auch mal bauen, haben aber leider nicht so viel Ahnung davon. Und ich wollte euch einfach jetzt mal, vielleicht sogar in mehreren Videos, mal sehen, mal zeigen, wie das so funktioniert. Heute machen wir auf jeden Fall mal die Grundkenntnisse, weil es gibt wirklich so viel zu erzählen. Das schafft man alles gar nicht in einem Video. Denke ich jetzt mal. Und wir werden uns jetzt einfach direkt mal angucken, guten Morgen. zum Beispiel einen Editor überhaupt öffnen zu können, brauchen wir ein Icon. Das Icon, das machen wir jetzt mal kurz auf. Da gehen wir jetzt mal hier in meinen OMSI-Ordner. So, das wäre jetzt Steam, okay? Und dann nehmen wir uns hier die OMSI-Exe. Ja, erstellen, wenn wir Rechtsklick drücken. Wo haben wir es denn hier? Hier, Verknüpfung erstellen drücken wir dann. Dann entsteht sowas hier. Da steht dann OMSI-Verknüpfung. Das kann man dann theoretisch auch umbenennen. Lasse ich aber meistens immer sein. Dann gehen wir auf Eigenschaften. Und dann haben wir das hier stehen, mit dem Ausrufezeichen, mit diesem Häkchen hier, mit diesen Gänsefüßchen, so, das steht dann immer hier, da steht dann das Ziel, wo das gerade abgespeichert ist, die Verknüpfung, und dann muss man hier am Ende, das machen wir jetzt mal ganz kurz weg, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so, das würde so da stehen, dann macht man ein Leerzeichen, minus Editor, das wird abgespeichert und fertig, ganz einfach. Und dann kann man, wenn man das aktiviert, aktiviert dann halt nicht OMSI, sondern der Editor. So, dann kann man der Editor aktiviert sich übrigens nur, ich weiß nicht warum, es ist ein bisschen buggy, wenn man im Hintergrund Steam offen hat. Das heißt, wenn man jetzt wenn man jetzt Doppelklick drauf macht und Steam ist quasi nicht gerade auf dem Bild, auf dem Desktop aktiviert, dann habt ihr in der Mitte vom Bildschirm so einen Rahmen, der entsteht, so ein Viereck, halt einen Rahmen. Einen unsichtbaren und der Editor öffnet sich nicht. Da braucht man sich dann halt nicht wundern. Dann macht ihr einfach kurz Steam auf, dann werdet ihr gefragt, dann kommt dazu eine Meldung. Wir wollen da etwas öffnen mit dem Namen Editor am Ende. Ja, ist okay. Drückt ihr da auf in Ordnung. Und dann geht der Editor auf. So. Dann könnt ihr in dem Maps-Ordner dann eine Karte changen, also auswählen. Ich habe jetzt hier mal Grunddorf Manningen genommen. Und also Manningen, so. Die Grunddorf-Erweiterung Manningen. Und da können wir jetzt mal, anfangen. So, ich habe, wenn man jetzt mal kurz hier auf Extras und auf Optionen geht, dann kommt man hier in die OMSI-Option, habe ich hier unten, die alternative Sichtsteuerung habe ich angehabt, schon immer angehabt. Von der, ich kenne nicht die normale Sichtsteuerung, keine Ahnung, ja. Also mit Rechtsklick kann man sich halt hier so hin und her bewegen. Jetzt muss natürlich die Kachel laden, auch ganz toll. Und wenn man Shift gedrückt lässt und Klicks und Rechtsklick macht, dann kann man ja swappen. Also zoomen und oder wegzoomen. Zoomen und wegzoomen. Ja. Ja. Das haben wir schon mal zu der Steuerung. Dann können wir ja mal hier mal zu Fensterchen. Können wir ja mal hingehen. So, wir haben jetzt mal hier eine freie Fläche. Gehen wir zum Beispiel mal auf Buildings. Das sind Gebäude. Das ist logisch. Hier ist fast alles sehr, sehr, sehr viel auf Englisch. Also gerade so die Standards. Objekte von Berlin und so. Was nehmen wir denn mal hier? Resident, das sind halt hier so Wohnhäuser. So, machen wir mal hier so einen Gärtnerring. Und dann drücken wir ja N zum Spawn. So, haben wir jetzt hier so ein Haus. Ja. Können wir jetzt hier hinstellen mit Linksklick. Dann haben wir es da stehen. Können es auch wieder anklicken. Und wir sagen jetzt aber, wenn wir es jetzt hier nicht an den Straßenrand stellen wollen, ist das ja scheiße, weil der Eingang steht jetzt auf der Seite. Wir können das jetzt manuell machen. Ich weiß, die Straße ist perfekt linear, ja. Dann kann ich jetzt das hier um 90 Grad drehen, dann dreht ich das so, um 180 Grad so und um 270 Grad würde das dann so sein. Oder minus 90 ist dasselbe, minus 180 ist auch so drehen, so. Manchmal gibt es aber auch Straßen, die ziemlich schief auf einer Kachel liegen. Da kann man dann, wenn man das angeklickt hat, einfach R drücken. Und dann kann man das hier so drehen, wie man lustig ist. Und mit Linksklick kann man das dann wieder so abstellen. Ja, so viel zum Thema Setzen. Ja, wenn das Objekt dann doch irgendwie scheiße ist, bei euch ist es regulär die Taste Entfernen.
bei mir ist es M, entfernen und dann ist das Objekt weg. Flutsch und weg. Ja. Was kann man noch machen? Ach so, wenn man jetzt zum Beispiel hier das Objekt hingesetzt hat und man möchte das jetzt verschieben, dann muss man auch eine Taste dafür drücken. Und zwar ist das das G. Ja? Dann kann man es ja belegen. Dann liegt das Gebäude wieder auf deiner Maus. So. Jetzt habe ich es ja hingesetzt, jetzt kann ich es ja bewegen. Ja. Und weg damit. Verpiss dich. Dann kann man aber auch sagen. Egal, nein. Da kommen wir ja später zu. So. Wenn man zum Beispiel, man hat niemals, wenn man den Editor öffnet, hat man immer nur die Objekte geladen, die gerade auf den, auf der aktuellen oder auf der Nachbarkachel, auf den Nachbarkacheln zu sehen sind. Ja? So, das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel nur die Objekte, die jetzt hier verbaut sind, auch hier in der Liste geladen. Wenn ich jetzt neue Objekte in meiner Liste haben möchte, ich möchte jetzt zum Beispiel das Rathaus von Spandau möchte spawnen. Dann gehe ich mache das immer mit Load Directly. Das heißt, der ganze Ordner wird dann hier im Editor geladen. So, Load Directly. Jetzt haben wir hier 8 Milliarden verschiedene Ordner. Da sind überall verschiedenste Objekte drin. Da muss man halt gucken. Man muss halt quasi einfach mal vielleicht einmal am Anfang mal durchswitchen, mal gucken, was hier so drin ist. Hier ist jetzt ein Burger King, da ist eine Baustelle, Hofe, was auch immer das ist. Einfach mal laden. Und im Editor angucken. Damit ihr mal so ungefähr so ein bisschen die Ordnerstruktur kennt. Kenne ich jetzt auch nicht. Ich weiß ja auch nicht, was jetzt hier bei OKL alles drin ist. Weiß was ich. Das sieht wahrscheinlich aus wie Tankstellen hier. Jet, Lotus, Total, ne? BFT. So, aber wir wollen jetzt erstmal hier das Rathaus Spandau wollen wir jetzt mal spawnen. Dafür gehen wir jetzt hoch zu Buildings. So, MC ist von Marcel. RUE ist von Rüdiger. DDR-RUE ist auch von Rüdiger und das hier weiß ich gar nicht, ob auch von Rüdiger oder so von denen ist. Glaube ich jetzt gerade gar nicht. Ist auch egal. So, wir gehen jetzt hier bei MC rein, weil der hat die ganzen Gebäude, wie man hier sehen kann. Also man sieht jetzt nicht viel, man sieht jetzt nur hier wahrscheinlich so Straßennamen oder so. So, und dann drücken wir jetzt einfach irgendeins an, weil wir haben ja Load Directly genommen. Jetzt wird der ganze Ordner, der da gerade aufgelistet gewesen ist, wird jetzt gleich bei mir aufgelistet. Das dauert ein bisschen. Wie jetzt gerade, sie hängt gerade kurz auf, das ist normal. So. Und jetzt haben wir hier viel mehr Ordner. Jetzt haben wir hier zum Beispiel, können wir die Berliner Mauer, den Wachturm bauen. Löschen, ne, da ist der Wachturm. Ja. So, wir wollen jetzt aber die. Den Rathaus bauen. Das Rathaus. So, das befindet sich unter Administration. Dann haben wir hier Rathaus Spandau. Da ist es. Das Spandauer Rathaus. Ja, dann setzen wir das mal richtig mit minus 90. Steht das perfekt an der Straße. Vielleicht nur mit so einem kleinen Vorplatz. Boah, sieht doch auch ganz entspannt aus, oder? Finde ich auch. Aber wir setzen es mal nochmal nach hier. Vielleicht lassen wir das sogar so. Vielleicht kommt das Server, wird das 1:1 übersetzt auf der Karte. Ja, egal. So, dann haben wir das Objekt gesetzt. Und ja, doof ist jetzt natürlich, wenn man gar nicht weiß, wie man eine Straße setzt. Das machen wir jetzt auch noch. Ich zeige euch jetzt mal kurz, wir haben jetzt hier die Straße, auch aus dem Berlin ist das, aus Berlin ist die Straße. Das ist die Klosterstraße 2, sechsspurig, wie man sehen kann. Und auch mit N spawnt man die. Wir machen das einfach jetzt mal hier auf der Seite. Mit N kann man die spawnen, kann man Linksklick wieder setzen, mit R kann man die wieder drehen. Dasselbe gilt halt auch hier mit Rotation, ne? Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt 90 nehmen, dann guckt die Karte, guckt die Straße halt nach in die Richtung. Dann kann man natürlich die Länge einstellen. Wir haben jetzt die Länge, Standardlänge ist immer 10, wenn man eine Straße spawnt. Kann man 60 Meter lang machen. Kann man aber auch nur 5 Meter lang machen. Und ja, machen wir die mal 50 Meter lang. Und dann kann man im Radius, kann man einstellen, so 60 Meter Radius. Heißt, wir machen jetzt eine Rechtskurve, minus 60 Meter. Minus 60 Meter werden halt eine Linkskurve, minus 20 Meter werden halt eine extremere Kurve. Also je geringer der Wert im Radius ist, desto steiler, also desto enger ist die Kurve. So, wenn ich jetzt 6000 eingebe, sieht man fast gar nichts. Wenn ich 600 eingebe, sieht man schon was mehr. 60 bei 6, ja 6 ist schon fast ein Kreis bei der Länge. Ja, so, machen wir wieder zurück, 0. Dann haben wir hier Start School können wir ja auch mal eingeben. Dann hat man halt, kann man halt so schräge, so schräge Straßen machen. Dasselbe gilt auch fürs Ende, für die andere Seite, vielleicht Straße, ist ja klar.
So. Dann haben wir hier, ja, die Höhe, kann man natürlich auch einsetzen. Z ist die Höhe. Dann schwebt die in der Luft. Da. Hm. Sieht natürlich nicht ganz so toll aus. Mal wieder 0. So. Dann Angel kann man nicht machen jetzt. Das mit dem Angel habe ich auch nicht so ganz verstanden. Das ist auch nicht schlimm. So. Gradient Start. Das können wir ja mal kurz gucken. Da müssen wir von der Seite mal gucken. Dann machen wir jetzt mal 10. Das heißt, er beginnt die Straße bei 10% Steigung und endet sie hier quasi bei 0% Steigung. Dasselbe geht auch andersrum. Minus 10, da müssen wir den vielleicht mal was höher machen, damit man das auch sehen kann. Ja. Er beginnt die Steigung bei minus 10% und bei 0% höher auf. 0% Steigung. So, dann können wir die Straße auch wieder gerade machen, oder geht andersrum. Wir machen 5 und wir machen hier minus 5. Dann beginnt er die Straße. Dann hat man quasi so eine Kuppe, die man dann gebaut hat. So. Machen wir wieder weg. Dann dasselbe gilt dann auch in der mittlerweile, das war früher nicht so bei OMSI 1. Can't start ist da, das klingt jetzt natürlich dumm, man kann nicht starten, ist, so heißt es jetzt nicht. Aber das ist halt die Schräge, ne? Wenn man jetzt mal hier so, machen wir mal 25%, ja, dann fängt die Straße halt in 25% schräger Steigung an oder in Schiefe oder so und hört bei halt 0% auf, oder dann machen wir hier mal minus 25% oder minus 52, oder würde das so aussehen. Natürlich nicht befahrbar, ne? Ist ja Humbug hoch 12. So. Jetzt weiß ich nicht, wenn man hier einlegt, wird dann das Terrain angepasst an die Straße? Nee. Keine Ahnung. Ja, machen wir mal wieder Norm. So. Und das hier unten, das ist auch sehr, sehr, sehr praktisch. Wir setzen jetzt die Straße einfach mal so. Jetzt komm, mach. So. Ja, der Editor spackt manchmal so rum, ist nicht schlimm. So, und wir machen, also die Straße hängt noch an 5 Meter Höhe, ne? So. Und dann bauen wir jetzt mal einfach noch eine Straße. Die kommt jetzt so an, so. Und jetzt müssen wir jetzt, also es gibt zum Beispiel, ich habe das früher, ganz früher habe ich das immer so gemacht, weil ich nie... Ach so, hier, das gibt's zum Beispiel auch. Man kann jetzt, wenn man jetzt eine Straße hat und an eine andere Straße setzen möchte, kann man, wenn man die Steuerungstaste drückt, kann man Pfad an Pfad legen. Ich kann das jetzt mal so legen, dann zeige ich das mal ganz kurz. Dann läuft jetzt der Human-Pfad genau perfekt zu dem K-Pfad. Natürlich Schwachsinn. Deswegen ändern wir das auch wieder ab. So. Linksklick. Mit Steuerung natürlich, ne? Linksklick mit Steuerung. So. Und dann kann man mal gucken hier. Jetzt laufen die Pfade. Laufen paar alle super zusammen. Das heißt, dass die Autos können von der von dem Spline auf das Spline perfekt überfahren. Ohne dass irgendwelche. Dass sie despawn, wenn es im schlimmsten Fall wäre. Oder sonstiges. Also es funktioniert halt ganz gut dann. So, jetzt wollen wir nochmal kurz zu dem hier kommen. Je höher der, ich mache immer so 20.000, weil dann halt schöne Kurven entstehen. Und zwar ist das hier, also was ich sagen wollte, genau. Früher war das immer so. Früher saß ich immer hier, hab dann wirklich so viel getüftelt und gemacht. Ja, 50 Meter reicht nicht aus. 60 ist auch nicht. Ich hab dann versucht, manuell die Straßen miteinander zu verbinden. Lass es. Dafür gibt's die Funktion hier unten. Wenn wir jetzt sagen, wir möchten jetzt die beiden Straßen miteinander verbinden, dann wählen wir jetzt einfach mal nur dieselben Pfade aus. Also wenn ich jetzt die Busspur hier auswähle, muss ich auch die Busspur hier auswählen. Wenn ich jetzt den Bürgersteig auswähle, muss ich jetzt auch den Bürgersteig auswählen, damit die miteinander connecten. Ja? Das machen wir jetzt mal. Zack. Connected. Manchmal geht das nicht, das ist ein bisschen tricky, findet ihr aber ganz einfach raus. Das verspreche ich. So, und auch hier kann man natürlich neue Straßen laden, da geht leider nur, wenn man Load klickt, kann man auch nur eine Straße laden und nicht den ganzen Ordner. Finde ich sehr schade. Hier, BS-Add-on ist einer der besten Add-ons, gefällt mir richtig gut. Macht sehr schöne Sachen, machen wir mal einen Gehweg. Dann haben wir hier Dutzende Gehwege und dann wählen wir einfach mal irgendeinen aus. Der ist zum Beispiel 4 Meter breit, ohne Pfade. Machen wir jetzt einfach mal den hier, spawnen den jetzt mal und dann haben wir hier einen Bürgersteig. Ja, und so weiter und so weiter. So, machen wir das wieder weg, bla bla. So, wenn man jetzt Sachen auf der Straße bauen möchte, wir gehen jetzt mal hinten zum Beispiel nach Manningen JVA. Ja, wenn der nicht immer so lange laden würde, wäre das, glaube ich, auch ein wenig von Vorteil für uns alle. So. Das ist jetzt das neue JVA, genau. So, hier, so sieht zum Beispiel jetzt eine Haltestelle aus. Und, wichtig ist halt, wenn man jetzt hier zum Beispiel jetzt die Haltestelle ausgewählt hat. Ja.
und man möchte jetzt zum Beispiel einfach eine neue stellen, wir stellen jetzt hier eine neue hin, muss man auf dem Bürgersteig darauf achten, dass die Höhe stimmt, weil sonst, das kennt ihr bestimmt alle aus den Karten oder so, wenn man irgendwo langfährt und die parkenden Autos stehen im Boden, also die Reifen sind abgehackt in der Straße drinne, ne? Dann muss man einfach als Ersteller der Karte einfach die Höhe anpassen. Auf dem Bordstein sind es kommt immer darauf an, was für Bordsteine oder was für Objekte das sind. Ich benutze immer 0,25 Meter Höhe für den Bordstein. Funktioniert fast immer. Und für die Straße. Oha, oh. Das habe ich direkt schon Fehler gefunden. Und für die Straße benutze ich immer 1,5 oder 1. Also 0,15 oder. Nee, ich nehme jetzt immer 0,1, weil wir sehen, das schwebt hier. Den Block. Machen wir 0,1, dann liegt er genau auf der Straße. Und deswegen, das muss man auch mit den parkenden Autos machen, die ja hier stehen und so. Da muss man halt immer gucken, da stimmt die Höhe, da stimmt die Höhe jetzt auch, ne? Okay. Und so weiter, da stimmt die Höhe jetzt nicht, weil es steht nämlich gar nicht auf dem Bürgersteig. So. Oder auf der Straße. Und das gilt natürlich dann auch für die Ampeln, ne? Man stellt halt hier den Mast dahin. Oh. Jetzt habe ich es weggemacht. Ja, das machen wir jetzt mal nochmal neu. Dann kann man auch direkt mal zeigen, wie die Ampeln programmiert werden. So. Dann macht man 0,25 ist der Höhe. Die Höhe von so einer einzelnen Ampel, wenn man die spawnt, liegt die bei 0. Das ist natürlich schwachsinnig, das sieht man die ja gar nicht. Man hängt die normalerweise immer so auf 2,80 Meter, 3 Meter, so kann man halt dann selber auswählen, wie man möchte. 2,80 Meter passt halt nur sehr gut bei diesen Single Poles hier. Und ja, man sollte halt natürlich noch gucken, dass die Ampel ungefähr so ein bisschen am Pfosten denkt. Ich bin jetzt nicht so genau, ich setze die auch manchmal hier rein, so. Das sieht man eh nicht, weißt du? Wenn man jetzt auch mal etwas genauer. So, da sieht man sogar noch die Stelzen. So, und jetzt gehen wir mal hier auf Overhead. Das ist die oben hängende Ampel, die hat halt nur eine Halterung oben. Da machen wir, können wir jetzt zum Beispiel, ohne dass wir jetzt irgendwie die Höhe rausfinden müssen, die ich unbedingt weiß, mit 5,20 Meter, kommt man hier hoch. Dreht man das nochmal um 180 Grad. So. Dann kann man die Ampel nämlich einfach hier an den Mast hängen. Guck. So. Passt von der Höhe her auch. Können wir mal ganz kurz gucken. Ah, ungefähr. Hab jetzt nicht perfekt gehangen. So. So hängt das dann. So. Ja. Hängt bei 5,20 Meter. Das geht aber einfacher, ohne dass man jetzt irgendwelche blöden Höhen oder was auch immer rausfinden möchte. Muss, Käse. Dann drückt man einfach auf Attach to Object und dann klickt man halt dann das Objekt an, also quasi den Mast, und zack, hängt es direkt da oben. Es gibt nämlich Objekte, da kann man da kann man andere Objekte einfach rankleben quasi, ne, ranklatschen. So. Jetzt ist natürlich doof, die Ampeln zeigen alle grün an, weil es die Hauptstraße ist, die Ampel jetzt rot. Jetzt drücken wir auf Parent to und dann auf die Kreuzung. Nicht alle Kreuzungen haben eine Ampel, haben Ampelphasen, also eine Ampelschaltung. Deswegen funktioniert das nicht immer, aber die hat eine. Und, die wollen wir jetzt auch nutzen. Und, dann, wie gesagt, Parent to und dann halt auf die Kreuzung, auf die jeweilige mit der Ampel. Müssen wir natürlich mit allen Ampeln einzeln machen. Und dann gehen wir auf Options und jetzt sehen wir hier unten die Einstellungen für diese Kreuzung. Wir haben halt die Hauptstraße, das ist die 0. Haben wir schon richtig drinne. Dann hätten wir die Seitenstraße, das wäre halt die Straße hier hinten, wo man halt rauskommt. Und dasselbe gilt ja dann auch für die Humans, also für die Leute, die dann über die Straße wollen, für die Human-Ampel. Die wir jetzt aber nicht haben, das wären dann 2 und 3. Die schalten ja mal ein bisschen früher auf Rot und Grün und Käse, ne? Von daher haben die eine andere Schaltung. Haben wir hier aber nicht, gibt es hier nicht, existiert nicht. Pech. Ja. Was können wir noch machen? Wir könnten noch To Spline machen, das wäre zum Beispiel, wenn man Laternen hat, kann man ja hier mal machen. Und zwar habe ich jetzt hier nicht nur die eine Laterne ausgewählt, sondern alle anderen auch, die so aufgestellt sind. Weil man kann ja zum Beispiel hier jetzt eine Laterne hinstellen. So, machen wir das mal. Setzen wir natürlich auf die Höhe 2,5. Zack, setzen wir den da hin. Und jetzt können wir hier mal auf To Spline klicken, klicken jetzt auf die Straße, stellen die jetzt nochmal dahin. Und jetzt aktiviert sich hier unten diese beiden Fenster. So, jetzt möchten wir lassen die Distanz erstmal bei 10 Meter und machen die Range auf 30. Das heißt, jetzt werden alle 10 Meter auf eine Länge von 30 Metern eine Laterne gesetzt. Das kann man natürlich auch ändern. Normalerweise steht eine Laterne in ungefähr einem Abstand von 25 bis 30 Meter, so in dem Dreh steht eine Laterne immer.
Und ich mache eigentlich immer eine Länge von 600, weil damit dann immer die komplette Straße ausgefüllt wird. Ne? So, weil ich will ja die ganze Straße ausfüllen. Was bringt mir das, wenn nur ein Teil der Straße Laternen hat? So, es sei denn, ich fahre jetzt gerade aus dem Ort raus, dann mache ich es natürlich dementsprechend lang, wie die Straße noch ist. So, ja, das wäre zum Thema To Spline. Den Rest, also hier so Terror und sowas, das würde ich sagen, machen wir einfach in dem nächsten Mal wieder. Ja. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall irgendwie weitergeholfen. Gerade für die Neulinge, die so jetzt anfangen, so mit Karten bauen. Und, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch im nächsten OMSI Editor Tutorial wieder. Und bis dahin, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselchen.